Beispiel Ari Rasilain, der Dirigent. Mary Schneider, thank you very, very much. Das ist lustig. Sir Peter, sagen Sie mal, können Sie jodeln? Nein, ich habe es nie wirklich probiert. Aber ich war gerade eben in Australien, letzte Woche. Ich glaube, sie war schon unterwegs, weil ich habe es nicht erwähnt. Aber es ist merkwürdig. Ich habe es nur einmal so, aber nicht so gut, in Thailand im Sommer. Fabelhaft stilles Wasser und drei dicke, also gut korpulente, gebaute Frauen, gut ja? gebaute Schweizer Damen. Nicht Schwitz, also die schwitzt nicht, Schweizer Damen, ja? Nee, Schweizer Damen. Also geschwitzt haben sie ja, auch. Ja, sie mussten da keinen Fehler machen. Und sie sprachen zusammen, dann haben sie ganz angefangen, im Ozean ganz langsam zu schwimmen, wie Schildkröten. Und wenn sie sehr entfernt waren, haben sie angefangen zu jodeln, als ob sie auf Bergen waren. Und das Interessante war, die Gesichter von den Thailändern zu sehen. Tja, bei den Bergen, die man vielleicht auch unter Wasser gesehen hat, wer weiß. Aber es ist ja bekannt bei Ihnen, ich kann mich da noch sehr gut aus meiner Kindheit erinnern, dass die ganze neuere Musikgeschichte, die letzten 2000 Jahre, ja vor allem durch Ihre Gesänge bekannt geworden. Denn das erste Mal, als Sie vor Millionenpublikum gesungen haben, ist ja direkt ganz Rom abgebrannt. Oh ja, das war, ja. Und ich war gerade eben in Rom, weil die haben die Villa von Nero neu zur Erde abgebracht. Ja. Und ich bekam einen Fax von die sehr hübsche und junge, sehr erstaunlich, aber nicht wirklich, Kultusminister von Italien. Und sie hat gesagt, sie hat mir zu Rom eingeladen, sie hat gesagt, es ist undenkbar, dass man dieses wieder öffnen kann, nach all dieser Zeit, ohne dass der originelle Besitzer da ist. Der Originalbesetzer. Sir Peter, wir haben Dokumente, die beweisen, wie wunderschön Sie dafür gesorgt haben, dass Rom abbrennt. Bitte. Ich riech brennen. Ich höre aber nichts. Also, plom, plom, und da brennt es schon. Da sehen wir es. Oh ja. Wann war denn das, Sir Peter? Den Ton liefern wir dann morgen in den Tagesthemen nach, ja? Wenn Sie plötzlich Gabi Bauer jodeln hören oder mit dem Flammenlied, dann wissen Sie, woran es liegt. Aber wenn wir schon den Originalmenschen hier, gucken Sie mal, Sir Peter, das hier ist eine Lyra. Im Original wird es aus Rinderhörnern hergestellt, da ist der Wahnsinn dann schon mit drin. Ne? Aber Sie können uns jetzt, da der Ton fehlte, Brüder Stradivarius Leipzig. Ja, nur vom Feinsten hier. Ich hab's nicht gemacht. Einmal das Flammenlied, bitte. Oh, Lamb and Flames, oh, Flame Divine. Blub, blub, blub. Aber in Corvallis hatte ich die Hilfe von einer amerikanischen Dame aus der amerikanischen Musikakademie in Rom. Es war sehr heiß und sie sagte, sie ist eine Harfe. Und sie hatte, ich muss das in Englisch sagen oder amerikanisch, sie hat draufgerufen, als ich da stand. Und sie hat gesagt, do what you want with your hands, I'll follow you. Also das war nicht ich. Sie ist ihnen gefolgt, egal was sie getan haben. Ja. Aha, es war also nichts echt, aber gerade haben wir ja den Original Ustinov gehört. Und was Ihre Gesangskünste, ich nehme Ihnen das ab, Dankeschön. Was Ihre Gesangskünste angeht, kann man ja auch sagen, Rom wurde ja nun nicht an einem Tag gebaut. Ne? Und das ist übrigens im Showgeschäft genauso, meine Damen und Herren. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Brüderpaar